Guten Tag, hier spricht wieder euer Peter Gaming. Vorsicht, Freundin von Unuratu, die Jaguar-Krieger. Halte Abstand zu ihnen, sie suchen immer nach Rebellenaktivität und sie sind gnadenlos. Okay. Aber ich hab's gesehen. Er hat sie. Schluss, Taki. Du hast deine Würfel verloren? Gut, aber nicht lügen. Okay, dann helfen wir ihnen mal, Leute. Helfen wir. Ich kann ihn sehen, auch wenn sonst niemand kann. Okay. Ist alles in Ordnung? Nein. Pisco der Tote hat meine Würfel und niemand glaubt mir. Aber er hat sie. Ein Toter hat deine Würfel? Hast du sie nicht doch verloren? Ach, du bist genau wie alle anderen. Tut mir leid, du hast recht. Ich sag dir was. Wenn ich Pisco den Toten sehe, dann verlange ich deine Würfel zurück. Wirklich? Du glaubst mir? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Toten mit mir reden. Okay. Okay, wir wissen, wo wir hin müssen. Ah, hier ist auch noch eine. Wir brauchen Informationen. Und das ist erstmal wichtig. Informationen sind wichtig. Kannst du große Ereignisse auf einen einzigen Augenblick zurückgehen? Ich schon. Nehmen wir als Beispiel, was jetzt passiert. Hätten Amaru und Sairi während der Hungersnot nicht gestritten und hätte Sairi nicht gegen Amarus Wunsch darauf bestanden, dass er die Sicherheit der Grenze verlässt, um für das Dorf zu jagen, dann wäre heute vielleicht vieles anders. Denn Amaru fühlte sich schuldig am Tod seines Bruders. Ich war in der Nacht dabei, als sie Sairis Leiche aus der Wildnis brachten. Die Trauer fraß ihn auf. Ich glaube, das war der Augenblick. Amaru zerbrach. Danach übernahm er die Kontrolle über Paititi. Er wollte uns schützen, weil er Sairi nicht schützen konnte. Oh Gott. Heftig, Leute. Ich muss ein bisschen aufpassen, Leute. Ich hab mal zu Hause einen Fisch gefangen. Im Brunnen. Weil unter manchen Häusern Tunnel mit Wasser sind, sagt Papa. Lustig, was? Dann lernen. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Deshalb manche das Problem findet, Leute. Manchmal das Problem finde ich, Leute. Alter, sind hier wieder Pflanzen, viele Pflanzen, die wir uns holen können und dann uns upgraden können. Das ist gut. Wenn wir die Dinger haben, können wir. Lass mal hier. Man sieht hier überhaupt nichts. Zum Glück haben wir unsere Augen, Unterwasseraugen, Leute. Weil sonst sieht man hier überhaupt nichts sehen. Hier. Muss man ehrlich sagen, sonst hätten wir hier würde man nichts sehen. Hier. Thank you.
Aber das Distanz nicht irgendwie was ist. Holz macht genügend. So Leute, schauen wir mal, ob man neue Upgrades versammeln haben können. Es macht demütig, hier in Paltiti zu sein. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nur einen alten Ort erwartet. Artefakte, Gräber. Ich habe nicht an die Menschen gedacht. Für mich gab es nur Hinweise. Ich hatte keine Zeit, um zu staunen. Oh ja, na, jetzt können wir... Ich wollte mich nicht einmischen, aber Trinity ist hier. Okay, was holen wir? Hm? Okay, warten wir, was fallen wir? Ja, das, okay, das ist... Okay, das wird toxisch wirken. Das haben wir... Zwei Pfeile oder drei? Das wäre nicht schlecht, Leute. Das wäre nicht schlecht. Aber ich sehe fast, das wäre gut, wenn ich fast sage. Das wäre, dass wir da und, das erhalten. So, guck mal, haben wir noch irgendwo noch ein Fähigkeitspunkt, es sieht nicht danach gut. Da haben wir die immer auch fertig. So, jetzt können wir noch im Inventar mal gucken. So, da können wir upgraden. Da können wir upgraden. Die, also die Waffe können... Wenn wir die Waffe können... Ja, die Waffe haben wir und jetzt können wir die Waffe komplett upgraden, Leute. Komplett fertig machen. Jetzt haben wir für die Waffe alles, Leute. Alles haben wir für die Waffe. Da können wir upgraden, da können wir halt nichts upgraden. Gucken wir mal. Die Waffe. So, die Waffe können wir jetzt auch ein bisschen noch verstärken, Leute. So, Leute, und jetzt würde ich sagen... Na, Kunden, die Stadt noch. Würde ich sagen, dass wir die Stadt noch ein bisschen erkunden und halten.
wenn wir die Stadt ein bisschen erkunden. Aber schon heftig, was da. Okay, da oben hin kommt mal, wie es aussieht, nicht, Leute. Okay, da kommt man nicht weiter. Okay. Okay, da kommt man nicht weiter. Okay, gut. Hätte ja sein können, Leute. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Hätte ja sein können, dass wir da noch hinkommen können. Aber ist ja auch in Ordnung. So, also werden wir hier ein bisschen erkunden und wieder schauen. Ein kleiner Rat. Halte dich von der Wildnis fern. Da draußen lauert Gefahr. Näher gehe ich nicht ran. Und selbst dann werde ich dem Dschungel immer nur ganz kurz den Rücken zukehren. Ja, das sieht man, merkt, die haben Respekt vom Dschungel, Leute. Dafür habe ich nicht genug Platz. Man merkt, die haben Respekt vor den Dschungeln. Okay, mal gucken, wo wir hier hinkommen. Hier war. Genau, Leute, hier war man ja schon. Hier in dem Gebiet war, ja, hier war man schon mal, Leute, in dem Gebiet. Aber viel ist ja hier, was soll ich, Okay, Leute. Hier war man noch gar nicht. Aber hierhin müssen wir wahrscheinlich auch noch nicht hin, Leute. Wir gehen wieder zurück. Hier, sieht komisch aus. Alter, hier sieht... das war... Marmor und nur verborgen. Und geht so hoch. Okay. Junge, Junge, hier geht... Hier sind verschlungene Wege, Leute. Ja. Ja. Muss man schon sagen, hier sind verschlungene Wege hier in dem Gebiet. Ne? Okay, ja, hier werden wir. Das ist ein kleines Dorf, aber warum ist das Dorf und das andere Dorf? Das ist jetzt die große Frage, Leute. Warum ist das andere Dorf jetzt weg? Oder sozusagen gibt's nicht mehr. Das ist jetzt die große Frage, Leute. Was?
Was ist da los? Weißt du, was in dieser Stadt fehlt? Liebe. Früher hing sie in der Luft wie der Duft von Hibiskus. Der Duft verschwand mit dem Tod von Unuratus Mann Sairi. Ihre Liebe war ansteckend. Wo immer sie hingingen, hielten sie Händchen. Sie kauften an einem sonnigen Tag wie heute gemeinsam auf dem Markt ein. Und wenn sie vorbeikamen, wurde alles heller. Ich habe nie zwei verliebtere Menschen gesehen. Wenn die ganzen Kämpfe erst vorbei sind, kehrt vielleicht der Duft von Hibiskus zurück. Oh, man. Oh. Oh, Scheiße. Jetzt wissen wir, was los ist. Jetzt wissen wir. Jetzt wissen wir, oh Gott, der da die Geschichte da erzählt hat, es ging um oh Mann. Oh. Alter, das ist so bitter, Alter, wow, Alter, heftig, Leute, heftig. Okay, hier einmal nichts. Okay, schauen wir mal. Rebellen sind die wahren Kinder von Paititi, wenn du mich fragst. Ich bin nicht der Einzige, der so denkt, aber anscheinend der Einzige, der es offen ausspricht. Die Säuberung steht bevor und Unuratus Linie sollte Kukulkan opfern, um die Sonne wiederherzustellen, nicht andersherum. Aber solche Gedanken bringen Leute rasch ins Grab. Kein Wunder, dass sie sie nicht äußern. Okay, da kommen wir noch nicht rein. Wow, den aller gut, schau mal, wie die den Abfluss oder das Wasser geregelt haben, Leute. Respekt, Leute, das muss ich schon sagen. Schön. Viel los heute. Kukulkan hat zwar Wohlstand versprochen, aber viele bringen eigene Opfer. Ich kann den Dialekt nicht verstehen. Alter, wie viele Dialekte hier gibt. Wie viele Dialekte es hier gibt, Leute. Ah, da ist er ja. Da ist ja unser Freund. Bist du Pisco der Tote? Du kannst mich sehen? Pisco wurde gesehen. Bist du auch tot, Ishik? Nein.
Du bist also Pisco, der Tote. Ich bin Pisco, Diener der Götter. Ich bin Lara. Lara. Schöner Name, Lara. Du bist nicht tot? Du auch nicht. Oh, doch, doch. Als Kind sollte ich geopfert werden. Man brachte mich zum Berg, das Ritual fand statt, aber... Aber du hast überlebt. Nur mein Körper. Für Freunde und Familie bin ich tot. Ich lebe von Opfergaben, die man mir darbringt. Ein Junge sagt, Pisco hat seine Würfel gestohlen. Taki? Der Sohn eines sehr arroganten Adligen. Er wollte unbedingt spielen und er hat verloren. Ich habe nicht viel, aber diese Würfel habe ich ehrlich gewonnen. Wenn du willst, spielen wir darum. Willst du ein Spiel spielen? Was für ein Spiel? Sprich mit 5 Verstoßenen, höre ihre Weisheit und sage mir, warum Taki verloren hat. Dann kriegst du die Würfel. Das werde ich tun. Oh Gott. Boah, Dietrich hätten wir. Oh, jetzt brauchen wir hier noch einen Dietrich, Leute. Jetzt brauchen wir Dietrich. Okay. Was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Alter, hier haben wir schon viele Dialekte, wo wir eigentlich überhaupt nicht wissen, was die für Dialekte sind. Dafür habe ich nicht genug Platz. Dann reden wir mal mit ihr. Ich erzähle dir meine Geschichte. Okay. Hallo. Hallo, Ishik. Wir sehen nur selten Fremde in der Stadt. Pisco sagt, ich soll mit dir reden. Ah, Pisco. Ich mag ihn. Hast du andere Fremde gesehen? Nur einen. Er sah gut aus, war sanft und freundlich. Wir waren verliebt. Aber das war verboten. Vom Kult von Kukulkan geächtet. Wie schrecklich. Tut mir leid. Ich wurde an die Klippen gebunden und sollte dort sterben. Am dritten Tag hieß ich den Tod willkommen. Da fand er mich, der Fremde. Er befreite mich und versorgte meine Wunden. Wer war er? Ich weiß nicht, wie er heißt. Es ist viele Jahre her. Ich würde ihn gerne wiedersehen. Ich gehe oft zu den Klippen und sammle bei den Kondornestern Federn. Sie erinnern mich an ihn. Eine bemerkenswerte Geschichte. Danke, dass du sie mir anvertraut hast. Danke fürs Zuhören, Ishik. Okay. Es gibt... Ist nur ein Geheimnis. Konto. Irgendwo, für irgendwas brauchen wir ein Konto. Wenn ich mich nicht irre, brauchen wir für irgendjemand ein Konto. Für irgendwas brauchen wir ein Konto, Leute. Kontofedern, irgendwas brauchen wir, das müssen wir dann auch noch machen, Leute, ich sag. Ah, ja. So Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt aus der Höhle raus und machen für heute wieder Feierabend. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss. B
Bis dann und Peachy, bis demnächst.